Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Brandstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. A few moments later. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Busse, er soll kämpfen, wo er steht. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Maximal 1 bis 2 Tage. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ich seid Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Feiglinge! Was soll das heißen? Sie können Feiglinge nicht finden. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Was hat er daraus gemacht? Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Kapitulieren! Niemals! Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Die Logik der Frau. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Holen Sie mir Fegelein! Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Wir sprechen ein andermal darüber. Kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird? Gar nicht. Sie sind ohne Ehre! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dann suchen Sie ihn! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Ich will sofort zum Bericht! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! An meiner Person! An meiner Person! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sie ist ohne Ehre! Wie bitte? Was soll das? Ich habe Berlin vor Jahren nicht erobert. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet.